Hier unten ist die Verbindung mit dem Laufwagen und da kommt jetzt wieder das alte Teil rein. Das habe ich da jetzt wieder reingesetzt und dann muss das dementsprechend hier gleich eingebaut werden. Das ist ja das Schiebetürschloss. Und das muss dann jetzt hier gleich in die Nut rein und dann muss es dementsprechend auch die Höhe haben.